Die Entwicklung an einem aktuell laufenden Sims-Teil wurde offiziell beendet. In diesem Video spreche ich darüber, warum mich das nicht traurig macht. Ein aktueller Sims-Teil ist bald Geschichte, und zwar haben die Entwickler jetzt vor ein paar Tagen veröffentlicht, dass die Sims Mobile ab dem 29. Januar keine weiteren Content-Updates bzw. Events erhalten wird. Das kam, fand ich, ziemlich überraschend, gerade da Sims Mobile ja der aktuellste Titel fürs Handy ist, der so mit den Sims zu tun hat. 2018 hat das Spiel gestartet, 2024 ist es jetzt zu Ende, das sind also so 6 Jahre. Der ein oder andere von euch wird jetzt vielleicht sagen, 6 Jahre sind ja schon eine ganze Weile, da ist es ja recht logisch, dass das Spiel irgendwann endet. Das ist eigentlich auch richtig, aber es gibt ja fürs Handy noch einen anderen Sims-Titel, der regelmäßig noch mit Updates versorgt wird, und zwar Sims Replay. Das Spiel ist schon 2011 fürs Handy erschienen, also vor ganzen 13 Jahren, das ist schon krass, und wird bis heute noch mit regelmäßigen Updates versorgt. Wenn ein Mobile-Spiel abgeschaltet wird, dann sind es ja meistens Geldgründe, die da eine Rolle spielen bei der Entscheidung. Und ich vermute mal, auch wenn Sims Mobile eine recht eingesessene Fanbase hatte, ist es trotzdem so, dass Sims Freeplay im Gesamtpaket inhaltsmäßig einfach ein besseres Spiel war. Ich bekomme das ja manchmal auf Twitter so ein bisschen mit, da gibt es riesige Content-Updates mit irgendwie Pferden, Inseln, alles mögliche, Einkaufsläden. Also in der Zeit ist schon ordentlich was zusammengekommen, es wirkte alles so ein bisschen komplexer, finde ich, als es bei Sims Freeplay immer der Fall war. Natürlich war es auch so, dass Sims Mobile auch eigene neue Gegenstände bekommen hat und auch Gameplay-Features, aber hauptsächlich haben sich die Entwickler da immer so ein bisschen an den Inhalten von The Sims 4 bedient. Da wurden sich immer so Features und Erweiterungen herausgepickt und die dann für dieses Mobile-Spiel so ein bisschen umgebaut, so hat es für mich immer gewirkt. Man muss schon sagen, EA hatte auf jeden Fall sehr Bock auf unseren Geldbeutel. Wir beschweren uns oft zu Recht bei The Sims 4, wenn es um dieses Geldthema geht, aber bei Sims Mobile war schon echt richtig dreist. Es ist tatsächlich so, dass man bei The Sims Mobile für jede einzelne Farbalternative Geld bezahlen muss. Zwar kein Echtgeld, aber Ingame-Währung, und die wird dann auch irgendwann knapp. Die Sims brauchen in Sims Mobile natürlich ebenfalls Grundstücke, und da war es so, dass manche von diesen als Premium-Inhalte gekennzeichnet waren, und dann kostet mal so ein eingerichtetes Haus 47 Euro. Ihr müsst euch das wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe noch ein anderes Haus gefunden, das gab es dann für 15 Euro. Das entspricht ja bei The Sims 4 fast einer Erweiterung oder einem Gameplay-Pack bei Instant Gaming. Da könnt ihr allgemein auf verschiedene Packs und Spiele sparen. Link ist in der Beschreibung. Man muss es wirklich so sagen, das sind ja einfach nur Fantasiepreise. Da steckt keine Kalkulation oder so dahinter. Ich meine, alle Gegenstände aus diesem Haus gab es auch schon so mal in The Sims 4. Das meine ich mit diesem Recyceln. Und ich muss wirklich sagen, dass mich das fast schockiert, dass es dann Leute gibt, die dafür Geld ausgeben. The Sims 4 ist echt teuer, und gerade im Vergleich zu anderen Spielen ist EA schon ein bisschen frech, wenn es um die Sims geht. Aber 47 Euro für ein Haus zu verlangen, ist, finde ich, nochmal so eine ganz andere Hausnummer. Innerhalb von meiner Recherche zu diesem Video bin ich auch noch auf einen ganz anderen spannenden Beitrag gestoßen. Das habe ich so vorher auch noch nie gesehen. Da hat sich nämlich eine bekannte Beauty-Marke mit EA zusammengeschlossen, und es gab in Sims Mobile dann eine Werbetafel, auf der echte Werbung für ein echtes Produkt zu sehen war. Muss ich sagen, finde ich schon so ein bisschen merkwürdig. Gerade wenn man sich das Bild genauer ansieht, das passt irgendwie überhaupt nicht in den Spielestil rein und irgendwie wirkt es einfach total komisch. Aber auch sonst wurden im Spiel einige Mechaniken angewendet, die man auch von anderen Handyspielen leider so kennt. Premium-Inhalte werden im Spiel nicht direkt mit Geld bezahlt, sondern mit Münzen. Dann musst du dir natürlich zuerst diese Münzen kaufen, und wenn du dann den Premium-Inhalt kaufst, weißt du gar nicht mehr so ganz genau, wie viel das jetzt eigentlich umgerechnet in Euro ist. So versucht EA natürlich dann so eine leichte Verwirrung reinzubringen. Dann gibt es noch so andere Mechaniken, dass wenn du einen Gegenstand besonders gerne im Shop haben möchtest, gibt es da natürlich dann passendes Ingame-Währungspaket, was du kaufen kannst. Aber wenn du deinen Gegenstand dann gekauft hast, bleibt immer noch ein gewisser Betrag übrig, mit dem du aber nicht wirklich was anderes anfangen kannst. Und dann ist man natürlich immer ein bisschen dazu gewillt, nochmal Geld auszugeben, um dann weiter irgendeinen Gegenstand kaufen zu können, damit deine restliche Ingame-Währung nicht liegen bleibt. Ich glaube, das sind alles so kleine Punkte, die mich dazu bringen, dass ich dem Tod von The Sims Mobile jetzt gar nicht so doll nachtrauere. Am Anfang war es irgendwie schon witzig, das so auf dem Handy auszuprobieren und seine Sims irgendwie rumzuschicken und mit den aktiven Karrieren zu spielen. Aber es wurde halt recht schnell repetitiv.
hat immer die gleichen Aufgaben bekommen. Und ich finde, so eine Liste an Aufgaben abzuarbeiten ist jetzt für mich auch nicht so der große Spaßbringer. Jetzt würde mich auf jeden Fall eure Meinung interessieren. Trauert ihr Die Sims Mobile stark nach oder hält sich das bei euch eher in Grenzen? Habt ihr das Spiel überhaupt schon mal gespielt? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, man sieht sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.